7 Generationen gibt es mittlerweile schon wieder an Galaxy Watches. Wie die neueste Iteration so abschneidet, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Aus der Box kommt erstmal zusammen mit der Uhr nur noch ein Ladekabel und das war's dann auch schon wieder. Das Armband meiner 44mm Variante reicht dabei für mein Handgelenk mit 19 cm Umfang locker aus und sieht mit den neuen Farbakzenten richtig schick aus. Was ich richtig cool finde, Samsung hat quasi einen eigenen Anschlussmechanismus erfunden, der aber einfach nur auf dem 20mm Universalanschluss beruht, womit man diese Uhr hier mit allen möglichen Armbändern individualisieren kann. Die Verarbeitung der eigentlichen Uhr kann man im Übrigen sehr kurz halten. Hier gibt es nämlich überhaupt nichts zu beanstanden. Materialien und Gewicht bilden die ideale Brücke zwischen Wertigkeit und Tragekomfort. Ebenso hervorragend ist das Display, welches sich unter einer extrem harten Saphirglasscheibe befindet. Es ist mit 480x480 Pixeln schön scharf, hat knackige Farben dank OLED und es ist hell genug geworden, dass ich es in direkter Sonneneinstrahlung gut ablesen konnte. Der Rahmen ist aber wieder touchsensitiv und kann dadurch zum Scrollen durch das System genutzt werden. Wenn ich mich hier an den ersten Versuch, ich glaube bei der Galaxy Watch 4 war es, erinnere, hat man hier doch ganz schöne Fortschritte gemacht. Dadurch, dass auch noch ein gutes Always-On-Display vorhanden und die Displayränder angenehm dünn sind, wüsste ich nicht, was man hier für den Alltag noch groß verbessern sollte. Angetrieben wird die Uhr durch den neuen, im 3-Nanometer-Verfahren gefertigten Exynos W1000-Chip mit 5 Kernen und das Ding liefert definitiv gut ab. Animationen sind super flüssig, Ruckler hatte ich hier wirklich gar keine mehr, so macht Smartwatch-Nutzung echt Spaß. Eine Wärmeentwicklung hat man nur mal beim Software-Update gespürt, ansonsten blieb hier alles richtig schön kühl. Unterstützt wird der Prozessor jetzt durch einen 2 GB großen LPDDR5 RAM und 32 GB Speicher. Ich denke, das dürfte für jeden genug sein, um das Ding hier mit Apps und Musik vollzuballern. Zu dem Powerhouse kommt auch noch ein toller taktiler Vibrationsmotor, der das Durchscrollen durchs Menü noch angenehmer macht und ein Lautsprecher, der auch für den Einsatz im Außenbereich laut genug wird, bei maximaler Lautstärke aber ein kleines bisschen scheppert. Das alles steckt übrigens in einem bis 50 Meter wasserdichten Gehäuse, ideal fürs Schwimmen an der Oberfläche also. Für Jetski und irgendwelche turbulenten Wasseraktivitäten würde ich sie dann doch allerdings abnehmen. One UI 6 über Wear OS 5 läuft auf der Uhr und sieht quasi aus wie bei jeder anderen Samsung Smartwatch auch. Positiv aufgefallen ist mir allerdings, dass der Kopplungsprozess einfacher und manche Aktionen etwas schneller gemacht wurden, zum Beispiel der Direktzugriff auf den Schlafenszeitmodus ohne den dämlichen Umweg über die Modi so wie damals. Oder sonst muss man einfach sagen, dass die Software mittlerweile ziemlich poliert wirkt. Keine Bugs oder Ruckler in meinem Testzeitraum, schicke Animationen und selbsterklärend, ich habe echt nichts zum Meckern gefunden, außer diese künstliche Abtrennung, dass man den vollen Funktionsumfang wieder nur mit einem Galaxy Smartphone bekommt. Eine gemoddete Samsung Health Monitor App, so wie ich das damals mit der Galaxy Watch 4 gemacht habe, gibt es hier übrigens auch noch nicht, sodass Leute mit einem fremden Androiden halt schlichtweg auf EKG und Blutdruck verzichten müssen. Und was mir auch noch aufgefallen war, ich konnte auch keinen Brustgurt in der S-Health App hinzufügen, während es bei einem Samsung Telefon mit S-Health ging. Naja, schauen wir uns die restlichen Features an, wobei ich jetzt einfach mal die grundlegenden überspringen werde. Denn dass man mit der Uhr telefonieren und bezahlen kann, wissen sicherlich eh schon die meisten. Das funktioniert doch alles prima. Und man kann sogar direkt Google Pay auswählen statt Samsung Pay. Genauso wie man den Google Assistant statt Bixby als Hauptsprachassistenten nutzen kann. Galaxy AI ist jetzt mit an Bord und soll einerseits die Genauigkeit der Gesundheitsdaten verbessern und allerdings zurzeit nur in Verbindung eines Flip oder Fold 6 smarte Antworten bei Benachrichtigungen geben können. Um ehrlich zu sein, für mich persönlich jetzt nicht unbedingt der Kaufgrund, aber ein bisschen genauere Messergebnisse nimmt man ja immer gern mit. Und die fangen zum Beispiel beim Schlaftracking an. Ob hier alles genauso stimmt, wie es die Uhr aufnimmt, weiß ich leider nicht. Die Aufstehzeiten und Einschlafzeiten haben aber immer bis auf ein einziges Mal gut hingehauen. Hauttemperatur und Herzschlag werden auch während des Schlafs getrackt und zusammen mit dem Smartphone kann man sogar sein oder das Schnarchen des Partners als Beweismaterial festhalten. Ach ja, ist es nicht schön, diese Zeit, wo man nicht joggen ist. Aber leider testet sich das Dual GPS nicht von allein. Kleiner Tipp hier noch, ich würde den Workout-Start auf manuell stellen,
weil dann das GPS erst einloggen kann, bevor man losläuft. Wenn man es auf Countdown stellt, dann macht das die Uhr in den ersten paar Metern, die dann dementsprechend nicht erfasst werden. Nach einer schnellen Verbindung zum Satelliten und 4 Kilometer durch den Stadtpark später liegen mir dann auch schon die Werte vor und beweisen, dass diese Ergebnisse für den Normalsterblichen wohl vollkommen ausreichend sein dürften, hier und da aber schon meine Ecke abgeschnitten oder der Weg etwas verfehlt wurde. Dafür hat die Uhr die kleine Runde um den Baum korrekt getrackt. Am Ende des Workouts zeigt euch die Uhr noch sämtliche Daten an, von der Symmetrie des Laufs, Puls überspringen wir gekonnt und am Ende sogar, wie viel ihr jetzt an Wasser nachladen solltet. Was da schon deutlich mehr in meinem Interessenbereich liegt, das ist die Erstellung individueller Workouts, vor allem wenn es ums Krafttraining geht. Hier kann man sich jetzt komplette Trainingspläne hinterlegen, wobei es für viele Übungen, wie zum Beispiel Bankdrücken, Seitheben oder Beinbeuger, schon vorgefertigte Templates gibt, wo dann bei manchen davon sogar die Bewegung getrackt und so die Wiederholungen gezählt werden. Aber selbst wenn bei einer Übung nicht mit dabei ist, ich persönlich habe jetzt zum Beispiel Schrägbankdrücken vermisst, dann kann man diese selbst erstellen. Wird zwar bewegungstechnisch nicht getrackt, aber Wiederholungen und Gewicht manuell eintragen, das wird ja wohl jeder hinkriegen. Allgemein muss ich sagen, finde ich diese Funktion schon ziemlich cool, so kann man sein ablenkendes Smartphone im Fitti direkt in der Umkleide lassen. Kommen wir am Ende noch zu einem der heikelsten Themen, dem Akku. Ich habe schon einige Rezensionen gelesen, dass Leute wirklich Probleme mit dem Akku haben. Ich bin davon auf jeden Fall nicht betroffen und vor allem das letzte Update soll diesen wohl auch ziemlich stabilisiert haben. Kurz zusammenfassend kann ich sagen, super easy, einen Tag hält mir das Ding durch, inklusive Always-On-Display, Benachrichtigungen, Workout und Schlaftracking. Aufgeladen wird die Uhr dann per magnetischem Ladepuck, an dem das schicke Teil gut haftet, innerhalb von knappen 35 Minuten von 20% auf 80%. Auf dem Rücken eines Galaxy-Smartphones wollte die Uhr im Übrigen nicht laden. Fazit: Das Rad neu erfunden hat Samsung mit der Galaxy Watch 7 wohl nicht, aber dafür über die Jahre poliert und poliert und poliert. Die Verarbeitung, die flüssige Bedienung und das Display lassen wohl kaum Wünsche offen. Verbessern wollen würde ich eigentlich nur zwei Sachen, das ist Nummer 1, so wie immer der Akku, und Nummer 2, dass ich noch mehr auf der Uhr sehen kann, zum Beispiel die Schritte der letzten Tage, die wöchentlichen Workouts. Die kann ich mir anschauen, sowas wie Schritte halt leider nicht. So, das wird es nun gewesen sein mit meinem Review zur Samsung Galaxy Watch 7. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.